Hallo Martina vom Trickyhorse wieder mal. Heute möchte ich euch ein Video zeigen und zwar haben wir jetzt als Gastpferd einen kleinen Hengst hier. Der ist gerade mal 2,5 Jahre alt und hier haben wir meine Stute, die Annie. Und dieser kleine Hengst soll lernen, sich auch neben der Stute zu benehmen. Klar, als Zweijähriger hat man vielleicht nicht so die großen Ambitionen, aber ganz am Anfang, als wir sie das erste Mal zusammengetan haben, also vor 10 Minuten circa, hat er gleich einmal gesagt, oh Stute, komm her, ich finde dich super toll, ich finde dich klasse. Das ist was wir natürlich jetzt nicht wollen oder vermeiden müssen. Das heißt, wir müssen den kleinen Racker einmal dazu bringen, dass er lernt, ein bisschen aufzupassen. Das heißt, auch wenn die Stute jetzt sehr interessant ist oder vielleicht sogar den Hintern herzeigt oder sonst irgendwas, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir sagen, du machst trotzdem das, was ich dir sage und nicht das, was du gerne hättest. Da zum Beispiel sagt er, oh, Stute, sage ich, nein, die Stute gehört mir. Da brauchst du gar nicht mal schauen, nicht mal schnuppern. Ja? Und dann möchte ich, er kann ja schon ein bisschen die Basis, das ist übrigens das Pferd meiner Praktikantin, deswegen kann der natürlich auch schon sehr viel. Ja. Praktikantin ist hinter der Kamera. Hallo! Und jetzt sage ich, du kleiner Racker, sage ich einmal zum Beispiel, geht's ein bisschen rückwärts. Das heißt, ich schicke jetzt mal beide gemeinsam zurück. Ja, auf die. Auf die. Auf die. Und ihr seht, die stehen wirklich Bauch an Bauch, wirklich knapp aneinander. Fühlst du mal bitte von vorne. Da sieht die stehen dann beim Rückwärtsgehen auch teilweise Bauch an Bauch und knapp aneinander und dennoch darf er nicht anfangen, die Stute interessant zu finden. Ja, auch wenn er sagt, ich würde gerne und da bin ich das sofort und sage, nein, reiß dich zusammen. Noch einmal. Nicht zurückknabbern und ihr seht, er schlaucht doch schon aus und sagt, na, du hörst auf damit. Wieder zusammenstellen. Dann zusammenstellen. Nicht vorwärts. Und dann wieder. Beide zurück. Ja. Okay. Das heißt, ich möchte die zwei jetzt so weit unter Kontrolle haben, dass auch wenn er schon voll anfängt auszuschlauchen, dass er sich trotzdem benimmt. Erzählen wir von drüben, da sieht man schon einmal, dass er da sein Finger zeigt. Also man sieht sehr wohl, dass er die Stute interessant findet. Ja. Aber dennoch darf er jetzt nicht einfach irgendwie aufspringen oder sonstige Ambitionen machen, weil es ja immerhin dennoch quasi mein Pferd ist, meine Stute ist und ich das kontrollieren und entscheiden möchte. Ich kann jetzt zum Beispiel auch sagen, ich möchte jetzt einmal da einen Kreis, also ich schicke die Annie herum, lasse ihn hier stehen, sage zu meiner Stute, geh einmal im Kreis, du bleibst stehen, junger Mann, du bleibst stehen, junger Mann, schick die Annie hier einmal im Kreis, also bitte. Und möchte sie wieder zu ihm dazustellen. Nein, nicht schnuppern. Wieder dazustellen. Dazustellen. Nein, nicht schnuppern. Noch mehr dazu. Ich möchte wirklich, dass sie richtig zugestellt, ohne dass sie schnuppern. Das heißt, es ist gar nicht so einfach und ihr seht auch, der Kleine weiß noch nicht genau, was ihm blüht. Deswegen versucht er dann auch, sich zu bewegen. Die Stute geht weg, jetzt gehe ich mit. Dann muss er es kapieren, dass er halt stehen bleiben muss. Und ihr seht, ich kann die Stute wirklich ziemlich knapp dran stellen und ihm trotzdem sagen, geh nicht zur Stute hin. Und das ist wirklich sehr entscheidend, dass man solche Sachen auch kann, dass man auch einen Hengst so weit unter Kontrolle kriegt, sofern man überhaupt einen Hengst braucht. Kannst du mal näher herkommen? Ich schreien. Sofern man überhaupt einen Hengst braucht, also für private Haltung, Leute, wenn ihr nichts züchten wollt, dann schnippschnapp Eier ab. Ja? Keiner braucht einen Hengst zu Hause. Der ist halt jetzt 2,5 Jahre, natürlich darf der noch seine Gurgel haben, aber die sollten dann auch relativ bald einmal dann weg, spätestens dann, wenn es schwierig wird oder bevor es schwierig wird. Wenn ich sage vom Wachstum her, wann halt der richtige Zeitpunkt ist, muss man individuell entscheiden, aber haltet euch nicht 5, 6, 7 Jahre lang an Hengst, tut das nicht. In der Natur ist das genau die Zeit, wo Pferde anfangen, ihre eigenen Herden zu kreieren, ihre eigenen Stutenherden, sich anzulachen und das ist auch die Zeit, wo dann die Hengste schwieriger werden. Ja, manche schon mit 3, 4, manche mit 4, 5, 6. Oft erlebe ich, dass das Leute jahrelang sagen, ja, jetzt haben wir die Hengste 6 Jahre lang zusammen gehabt, war nie ein Problem und jetzt bringen sie sich gegenseitig um. Ja, das ist genau das. In der Natur würden sie jetzt auch sagen, so jetzt sind wir nicht mehr in den Junghengstegruppen, jetzt gehen wir aus hier und kloppen wir mal die anderen, damit ich eine eigene Stuttenherde kriege, die ich dann decken kann.
Dementsprechend wartet einfach nicht so lange, es bringt euch nichts, wenn ihr es daheim habt. Ja? Und wenn ihr es schon daheim habt, oder wenn er sehr jung ist und noch nicht kastriert ist, weil er noch jung ist, dann müsst ihr auch mit ihm arbeiten. Das heißt, dieser Respekt, den er jetzt gerade hat, ist auch ganz wichtig. Der ist gestern gekommen, gestern haben wir das erste Mal überhaupt mit ihm ein bisschen da am Reitplatz gearbeitet und heute war das Thema Stutentraining. Macht es nicht, wenn ihr es nicht könnt, sondern holt euch dann einen Profi dazu, weil das kann natürlich auch ziemlich schief gehen. Da muss man schon sehr genau wissen, wie man da damit agiert. Aber das war jetzt ein kleiner Einblick in das, was wir heute machen mit den zwei. Ihr seht, Andy kennt das schon, der ist ziemlich blunzen. Also ich schaue schon so mit einem Blick, ach, schon wieder ein neuer Hengst. Na bitte, und er glaubt, der ist es. Ja? Also die Andy kennt das schon sehr gut. Und er ist auch ein bisschen geknickt, glaube ich, in seinem Hengst-Dasein, weil er sagt, er hat sich da jetzt ein bisschen mehr erwartet. Ja? Aber das ist sehr gut, wenn er lernt, dass immer noch sein Besitzer und der Mensch, der ist, der entscheidet und nicht er selber. Gell? Also spätestens dann, wenn sie mal aus ihrem Grund ausbrechen und auf die Stuttenherde zurasen und vielleicht dort einbrechen, ist es gut, wenn ihr den Hengst einigermaßen unter Kontrolle kriegt, gell? Dass da nicht irgendwas passiert. Okay, das ist genug gelabert für heute. Ich habe wahnsinnige Halsschmerzen, deswegen ging ich auch so katastrophal. Angina, kein Corona. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen.